alle zusammen. Wir machen jetzt fluffige Brötchen, die in ihrer eigenen Soße dann garen. Und zwar, ich habe jetzt Dinkelmehl und Dinkelvollkornmehl. Ihr könnt natürlich auch Weizenmehl nehmen. Und zwar habe ich hier einmal 230 Gramm. Ich habe einfach beides mal gemischt. Dann halber Teelöffel Salz ist hier drin. Hier sind 30 Milliliter Öl. Da wir das ja jetzt herzhaft machen oder neutral, sage ich mal, habe ich jetzt auch mal neutrales Öl genommen. Da könnte man natürlich auch Olivenöl nehmen. Wenn man das Ganze süß machen will, dann natürlich auf jeden Fall neutrales Öl nehmen. Und hier drin sind einmal 65 Milliliter Wasser und 65 Milliliter Milch, natürlich lauwarm, weil wir mit Hefe arbeiten. Eine Prise Zucker ist noch drin und 1,5 Teelöffel Trockenhefe. Jetzt geben wir einmal das Öl mit dazu und dann die Mehlsorten mit dem Salz. Und das tun wir jetzt zu einem Teig verkneten. Der Teig ist eigentlich gut. Ich habe jetzt nur noch ein bisschen Mehl hier oben drauf gegeben, weil ich das Ganze noch mal mit der Hand kurz durchkneten will, dass ich so einen Ballen habe. Und dann muss der Teig erstmal ruhen. So, jetzt muss ich euch was erklären. Bis zu diesem Punkt nehme ich sozusagen mein voriges Video, das ich eben hatte. Denn der Schluss ist bei mir jetzt ein bisschen anders, wie ich das Ganze eben eigentlich gemacht habe, weil mir da was nicht so dran gefallen hat. Und das möchte ich ja dann besser machen. Und zwar deswegen habe ich jetzt, weil ich nur noch jetzt Dinkelvollkornmehl da habe, das mit Dinkelvollkornmehl jetzt gemacht. Deswegen wundert euch nicht, wenn der Teig jetzt dunkler aussieht. So, bis dahin alles wie gehabt. Da hat sich überhaupt nichts dran verändert. Der Teig hat jetzt 20 Minuten an einem warmen Ort geruht. Ich habe die Form vorbereitet mit einem Backpapier, dass das Ganze dann nicht klebt. Und jetzt tue ich einfach wie so Frikadellen machen, denn der Teig soll ja nochmal aufgehen oder halt also nochmal ruhen. Denn wir, ich sag's mal einfach, ich kann es ja jetzt auch schon sagen, und zwar wir lassen das nochmal gehen. Und was ich eben eigentlich gemacht hatte, war, so war auch das Rezept, aber das hat mir jetzt nicht am Ende gefallen. Und zwar, dass wir unsere Flüssigkeit hatten aus Milch und Schmand. Und mir hatte das jetzt nicht gefallen. Die sind super fluffig geworden, aber der Schmand hat sich unten abgesetzt, zum Teil. Und das hat mir jetzt nicht gefallen, deswegen will ich sozusagen diesen Sud, den wir jetzt machen, besteht sozusagen jetzt nur aus Milch. Und das will ich jetzt bei dem mal anders machen, dass ich den Schmand weglasse. Und die Milch will ich aber auf Zimmertemperatur dann haben, dass sich sozusagen die Hefe jetzt im Teig da nicht so erschreckt, wenn da was Kaltes dazu kommt. Aber jetzt lassen wir das erstmal nochmal schön aufgehen. So. Der Ofen heizt jetzt vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ich wollte euch nochmal die vorigen Brötchen zeigen, was mir da missfallen hat. Also wie man, denke ich mal, sehen kann, die sind super, super soft und fluffig. Aber wenn ich sie umdrehe, ist hier dieser Rückstand. Und das gefällt mir natürlich nicht. Deswegen habe ich gedacht, machen wir das jetzt anders. Und zwar, wie gesagt, ich habe jetzt hier Milch, und zwar das sind jetzt 60 Milliliter. Die geben wir hier einfach mit dazu. Und dann habe ich jetzt hier noch ein Eigelb. Das verquirle ich jetzt noch und bestreiche die. Und dann geht das Ganze ab in den Ofen.
So, das sind jetzt unsere fluffigen Dinkel Vollkornbrötchen. Die waren 25 Minuten im Ofen. Also wenn man Weizenmehl nimmt, dann gehen die mehr auf. Und aber trotzdem sind sie super fluffig. So sehen sie aus von innen. Und jetzt probieren wir mal. Sie sind super lecker. Schön weich. Natürlich nicht so, wie wenn man es mit Weizenmehl macht. Aber für Dinkel-Vollkornmehl perfekt. Mit dieser Milch im Ofen, finde ich, das zu machen. Also ich weiß nicht, wie man das demonstrieren kann, aber es ist wirklich sehr, 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 sehr soft und weich. Nicht so, wie man es sonst kennt. Und ja, mehr kann ich eigentlich auch nicht dazu sagen, außer macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!